Hallo. Und ja, ich will unbedingt ein zweites Squad haben, wo keiner gleich ist wie im Squad darüber. Also ich möchte quasi zwei verschiedene Squads mit jeweils komplett verschiedenen Leuten haben. Das heißt, wir müssen Barmal spinnen, hoffentlich. So, wie war das mit hier? Wenn ich das da komplett durch habe und dahin komme, kann ich den Typen endlich wegschmeißen, ne? Also, dann, du musst also den aus dem Squad aus PvP rausholen und dann kannst du den wegschmeißen. Ja. Ui, darf ich da wieder normal spielen? Ist das jetzt ohne Schiff? Da kommt immer drauf an, was da vorne steht. Das kann man schon im Vorhinein sehen. Ja! Sorry für die Rütze, aber ich hab grad gegessen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entschuldigung ist, aber. Bitte? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entschuldigung ist, aber. Warum soll es keine gute Entschuldigung sein? Darum. Das ergibt keinen Sinn. In Minecraft schon. Was in Minecraft? In meinem Kopf schon. Achso. Ich hab verstanden, in Minecraft schon. Also da werden wir auch nicht wieder unter einer Minute erreichen, niemals. Ist glaube ich sogar schon vorbei. Ja. Wie ich es mir gedacht habe. Ich habe ich schon, Jonas Springfield. So, kann ich jetzt bestimmt Limit breaken, ne? Aber die ist jetzt sicher gesperrt, ne, die neue Jona. Ne, die ist nicht gesperrt. Die ist nicht gesperrt. Du musst ja mein Main Squad blockiert. Bitte? Ich kann gerade überlegen, wo mein Main-Squad blockiert ist. Was ist blockiert? Mein Main-Squad. Oh, okay, sie braucht dafür mindestens Level 40. Aha. Also ich habe alle Operator gesperrt, die ich nicht wegschmeißen will, damit ich sie nicht unabsichtlich weghauen kann. So, und wir müssen Quarz sammeln. 2750 Stück. Ach nö. Defeat all enemy without retreating. Retreating bedeutet? Zurückziehen. Two or more primitive strikes win battle. Nein, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, ich habe keinen Fehler gemacht. Das müsste noch so hinhauen. Ja, haut auch so hin. Mit dem schwächeren Team müssen wir die natürlich zuerst angreifen, ja. Wow. Hä, wie ist denn das möglich? Was? Ich habe alle weggeschmissen, die mir nicht gefallen haben, ne? Ja. Gestern. Die ist jetzt da, die konnte ich platzieren und die beiden sind auch da, obwohl ich die gestern weggeschmissen habe. Ja. Wie geht das? Vielleicht war sie noch gelockt, die Version. Nee, die sind nicht mal mehr im Squad drin. Da bin ich überfragt. Hier kann ich doch bestimmt raus, oder? Ja, da. Temporarily leaven. So, wenn ich jetzt nämlich auf Squads gehe und dann auf 2, dann waren die drei, die ich jetzt gerade platzieren hätte können, sind da empty. Nicht mehr da.
Und wenn ich auf Management gehe, dann B2 Squad. Lel. Okay. Die habe ich C2 und da habe ich B2. Warum ist da B2? B weiß ich auch nicht. Ich habe da auch keinen Überblick über die Buchstaben und Zahlen. Aber das verwirrt mich gerade krass, weil ich habe ja. Das ist das C2-Squad, oder nicht? Ah, eigentlich schon, ja. Aber was ist mit der anderen Version oben? Combat Squads, andere, wenn du da auf die Felder gehst. Was für Ding? Über eins rechts neben den Schwertern. Ah. Aber hey, die habe ich nicht. Ich habe die noch. Warte mal, wie kann ich die jetzt noch schnell wegschmeißen? Dafür musst du erstmal die Mission beenden. Also. Oh. Oder aufgeben, eins von beiden. Ja, nee, warum aufgeben? So. Hä, die kann ich jetzt nicht angreifen? Hat die Reichweite. Jetzt kann sie. Ja, aber jetzt muss ich es beenden. Nein, die kann jetzt immer noch bewegen. Oh lol, okay, ich kann das mit meinen Teammates den Platz tauschen. Yep. Gegen was kämpfen normale Menschen? Gegen andere Menschen. Gegen was kämpfen unsere Girls? Richtig, gegen Autos. Und gegen Roboter. Es ist halt so dumm. Na gut, aber der hat gesagt, dass in diesen Autos keine Menschen drin sitzen. Wie heißt denn der was ist denn der Strike, den ich sagen, zweimal oder dreimal machen muss? Ja, das ist halt so, wenn du den Gegner angreifst und nicht mehr gekriegt. Ah. Hab ich aber schon gestern erklärt. Man müsste ich ja fertig sein, oder nicht? Ja. Ja. Was bedeutet defeat all enemies without retreating? Ja, ja. Du hast jetzt, da war noch ein Gegner, aber du hast schon, wie heißt es denn, die Flak-Einheit zerstört und dann hast du automatisch gewonnen. Woher soll ich wissen, dass das die Flak-Einheit ist? Da ist eine goldene Krone dran. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. So, ist das jetzt wieder so ein behindertes Match? Oder ist das endlich mal wieder ein Stück? Das siehst du schon in der Mission. Oh Gott, ich hasse es. Wie wär's, wenn ich ein gutes Match bekomme und nicht so ein Müll? Das ist langweilig, die Matchart. Die fände ich komplett scheiße. Okay, und dann hätten wir das gewonnen. Ja, das wollte ich nicht. Da hat jetzt aber niemand eine Krone, oder? Nein.
Heißt, ich darf problemlos alles angreifen, ne? Yep. Mir ist aktuell sehr stürmisch, wenn ich das mal sage. Draußen oder wie oder was? Mhm. Das ist ja quasi Alltag von mir. Du, Windgeschwindigkeiten von bis 120 km/h. Heute, als ich Katzenfüttern war, bin ich fast auf die Katze gefallen, weil mich der Wind fast umgeblasen hat. Deswegen ist morgen auf Fußball. Betrifft mich so nicht. Hier ist es aber so. Deswegen ist morgen schulfrei. Mhm. Wegen Wind. Wegen Unwetterwarnung. Wenn bei uns da mal schulfrei gewesen wäre. Ne, wir durften im Hagel nach Hause latschen. Irgendwie möchte ich zu der Kiste kommen. Kannst du doch. Wir haben leider nicht hier. Ah ne, da haben wir gar nicht Reichweite, ne? Wie komme ich denn jetzt an den Gegner ran? Ohne dass der mich angreift. Ne, ist egal, ob der erste dich angreift oder der zweite dich nicht angreift. Ich will aber nicht, dass ich angegriffen werde. Beende ich halt einfach mal einen Zug. Ich bin viel zu langsam im Spawn. Team's up. Jetzt sind die Healer tot. Und die dürfen jetzt schön das Schiff angreifen, während die da drin sind. Ich würde das Schiff angreifen, weil die ja sehr wenig hat. Ja, dann sind die Gegner absolut blöd, die stehen hinter meinen Einheiten und greifen das Schiff nicht an. Ich will irgendwie immer auf das Battle Statistics drücken, weil das so schön blau aussieht, so von wegen so. Da ist der Weiterknopf, weißt du, was ich meine? Mhm. Ging mir am Anfang auch so. So einfach, weil ich's kann. So, wenn ich jetzt hier hingehe, dürfte ich ja zur Kiste kommen, oder? Ja, wenn der Gegner dich nicht angreift. Scheint nicht so. Natürlich greife ich das mit meinem Hauptsquad an. Die Kameraführung ist wieder 1A. Also Verbesserungsvorschläge für das Spiel, Kamera. Die Kamera ist schon mal das Wichtigste. Oh lol, der Healer wird angegriffen. Ja, ich müsste die rausbekommen. Kommt da. Dann kommt
die Nonne nochmal. Wie weit interessieren wir eure Nonnen eigentlich immer so, sich schon dabei für die Schlagefläche? Bitte? Würde mich auch mehr interessieren, warum die eigentlich mal Nonnen so gewaltig sich im Psycho nachstellen. Ich weiß nicht, aber mir gefällt's. Hab nichts gegen Psycho-Nonnen. Zumindest nicht das in Anime. Du hast keine Beide gegen Psycho. Da hat die Nonne eher weniger was zu tun. Ja. Obwohl Nonnen den Psycho-Charakter immer noch ein bisschen stylischer machen. Ab und zu kommt halt auf den Charakter an, ne? Ne Kurumi will ich nicht als Nonne sehen. Das will niemand. Aber man kann nicht leugnen, dass Psycho-Nonnen krass Style haben. Gauntlet Unlock. Ich mag das Nonnen-Outfit nicht. Depends on the Outfit. Nonnen-Outfits sind immer schwarz-weiß und haben diese. Ja, sowas, was die anders. Und meistens noch eine Haube drauf. Ach, da gibt's keinen Überspring-Button. Downziehen so. So, wie kann ich den Typen jetzt raushauen? Form and Defense kurz musst du erst machen. So. Dann musst du da wieder rausgehen und dann musst du halt so einen PvP-Kampf starten. Also nicht wirklich starten, sondern so, dass du. Nee, du hast noch nicht, das hast du nicht richtig bestätigt. Ja, wie wo ist denn da bestätigen? Du musst da aufs Kreuz dann gehen. Aha. Oder auf Select. Okay. Oh, dann vorm Squad, dann musst du wieder raushauen. Das ist das Angriffsquad und das muss jetzt verändern. Ja, und wie? Auf vorm Squad. Easy Goal. Ah. So. Shift, Close, Select, zurück. 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 Ja! Ja! Hä, warum habe ich denn jetzt nochmal Yuna bekommen? Aus dem. Stage Drop, würde ich mal behaupten. Zweimal hintereinander Stage Drop? Ja, aber die muss erst Level 40 werden. Aber ich bin gerade überlegen, ne? Ja. Level 15 musst du so werden, ne? Für die Mission meinst du? Mhm. Ja. Ich überlege gerade, ob du das mit einem Sweep hinkriegen würdest, aber ich glaube eher weniger. Mit was hinkriegen? Einmal 20 stacken, aber ich glaube eher weniger. Weil du hast ja noch einen XP-Booster an. Vom Spiel, neuer Links-Booster. Was, einmal 20 stacken? Ja, wenn du eine Mission 3 auf 3 Sterne schaffst, kannst du das quasi einmal spielen, und zwar auf 20 Mal ausdecken. Ja, aber dann warum sollte ich das machen wollen? Erstens XP-Karten und zweitens Quaders und drittens XP. Ja, aber so nehme ich mir ja voll viel Sende, die ich benutzen kann, um weiterzuspielen. 6000 Sanity. Ja. Also ich denke mir halt, jetzt am Anfang kommst du noch gut mit der Sanity aus, aber später wird es dann sein wie in Arknights. Du startest, du spielst 2 Minuten und du beendest, weil deine Sanity leer ist. Gleich wie in Girls X Battle und in Arknights. So, was ist das da? Da brauche ich wahrscheinlich 40 Medaillen, ne? Jo, das heißt, alle Missionen, die ich nicht auf 3 Sterne geschafft habe, werden mir da dann natürlich abgerechnet, ne? Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt nachmachen können.
Oh Gott, oh Gott. Ich war voll im Arknights-Ding drin. Ich wollte gerade mit D auf Pause drücken. Oh, auch immer, dass das ein Arknights-Reflex ist. Bitte? Warum auch immer das dein Arknights-Reflex ist. Ich weiß nicht, aber jedes Mal, wenn ich eine Stage starte, das erste, was ich in Arknights mache, ist erstmal Bowser drücken. Deswegen guckt man sich die Karte auch eigentlich an, bevor man da reingeht. Guckt nicht Bowser mit die Karte anzugucken. Sondern? Einfach so. Es hat keinen Grund, warum ich Pause drücke. Ich drücke einfach Pause. Als ob ich das nicht hinbekomme, das ist Level 13. So, Hand von der Tastatur. Nonne! Geht sich schon wieder nicht aus. Obwohl das Level 13, ich habe nur über Level 20, ja, und ich schaff's nicht in einer Minute, die der zu killen. Das ist ein riesengroßer Witz, ist das. Dann mach mal die Runde einmal auf Auto, vielleicht funktioniert's. Was einmal auf Auto? Auto-Deploy. Kann ich doch nicht, oder? Doch. Hä? Meintest du nicht, ich kann das... Du gehst auf Prepare of Operation, startest das dann und oben rechts ist dann einmal ein Auto. Auf was? Da steht dann oben rechts einmal Auto, in der Mitte. Zwischen den anderen beiden, die du aktiv hast. Was? Wo? Du gehst jetzt in die Mission rein. Also du willst das, also du meinst, dass ja, er quasi das Auto platziert. Genau. Ja, aber was soll denn das ändern? Ich platziere, bin ich so langsam.